So Leute, willkommen zu Night Shift. Wir spielen ein Game von den Machern von Convenience Store, glaube ich, korrigiert mich gerne. Und Missing Children waren beide sehr tolle Games, auch unten verlinkt, checkt die gerne ab. Und falls ihr mal live dabei sein wollt, kommt auf www.gnu-live, www.twitch.tv/gnu-live. So, ich bin schon etwas müde. Und wir sind ein Postbote, der jetzt Paketchen ausliefern muss und da habe ich richtig Bock drauf. Ich würde sagen, los geht's, Leute. Hau mal raus. Okay. E. Deliver this package. Ja. Yes. Warum nicht? Kriege ich auch die Nummer? Tap the open object. You can only switch items using your mouse scroll. Okay, kann ich auch. Okay, ich drücke jetzt 206. Okay, wir bringen das Paket jetzt zu 206. Wahrscheinlich, und das ist oft bei diesen Games so, gibt es verschiedene Reihenfolgen, wie du dein Paket abgeben kannst und dann dementsprechend passieren Dinge. Glaube ich. Hoffe ich. Was ist das für ein komisches Geraschel, Mann? So, 206. Ich komme. Schön, dass euer Aufzug nicht geht. So. Auf zu 206. Knock door, doorbell. Boah, wieso sind das Entscheidungsmöglichkeiten? Knocken wir mal. Doorbell. Mann! Die macht nicht auf! Nochmal. Ich kann es nicht nochmal machen. Super. Okay, und jetzt? Ja, gut, dann gibt es kein Paket. Pech gehabt. Oh Gott! Erschreckt mich doch nicht so! Oh Gott, er ist besoffen. Warum hast du so lange gebraucht? Geh endlich, verschwinde! Holy shit, was bist du für ein Asshole? Danke Genetic für eine Stufe 1, aber Genetic, der ist doch ein richtiges Asshole gewesen. Boah, ich glaube, Postboten haben es auch nicht einfach, oder? Okay, dann holen wir jetzt das nächste Paket, Leute. Ist gar kein Problem. Die Katze würde ich trotzdem noch mal kurz encountern. Encounter Cat. Mr. und Mrs. Bulletproof. Dankeschön für euer Prime. So, dann holen wir das nächste Paket. Ich würde sagen, das schwerste machen wir am Ende. Ich nehme jetzt das, Paket B. Ich glaube, wie gesagt, tatsächlich, wenn man verschiedene Pakete nimmt, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob man dadurch dann verschiedene Stories bekommt, je nachdem, wie man sich entscheidet, die abzugeben. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Was war das jetzt nochmal für Nummer 502? Oh Gott, da müssen wir ganz hoch, verdammt. Nein! Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, ich komme hier gar nicht hoch. Ist das hier schon 500? Ne, ist 300. Kann ich dann den Aufzug benutzen? Also der Aufzug geht nicht. Das heißt, ich kann diese Pakete ja gar nicht delivern. Was mache ich denn dann? Kann ich eigentlich nicht auch alle deliver? Ich kann doch, glaube ich, alle Paketchen nehmen, oder? Das mache ich jetzt mal kurz. Ich hole mir, glaube ich, alle Paketchen. Und dann kann ich die, glaube ich, alle abgeben. Ich glaube, ich kann die tatsächlich alle droppen. Drop that beat. Voll die gruselige Gasse auch. Mein Gott. Das wäre für mich gar nichts. Wirklich. Warum ist es zu? Ach so, weil ich das jetzt ausliefern muss. Ich kann aber nicht. Ich kann's nicht, weil der Aufzug nicht geht. Verdammt. 502. Ich komme da nicht hoch. Oh Mann, kann ich auch nicht die blöden Dinger da wegmachen? Das muss doch. Das kann ja, also ist aber auch voll die Sauerei, hier seinen Müll abzulegen. Kann ich da nicht einfach drüber jumpen? Das ist voll die Schweinerei, wirklich. Das wird mich richtig. Ah, das wäre für mich schon eine Beschwerde wert. Gibt es dann die Möglichkeit? Eine zweite Treppe vielleicht? Gucken wir mal. Guter Punkt. Danke, Luda, für 3 Monate. Guter Punkt. Vielleicht gibt es tatsächlich eine zweite Treppe. Nee? Das ist tatsächlich auch geil im Brandfall, dann kann dir keiner helfen. Ja, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich ja voll die dumme Wahl getroffen.
Briefkasten geht tatsächlich auch nicht. Oh, er kommt! Oh, guck, man muss nur ein bisschen gewalttätig sein. Ja, super. 5. So. Ui, das geht aber schnell. Okay. 502. Ich würde sagen Doorbell. So spät am Abend? Wie spät ist es eigentlich? Cinnamon Waffles, danke euch zwei, ihr seid ja süß. Öffnen Sie bitte die Tür. Das ist auch nie beim ersten... Oh, hallo. Oh, hallo. Ja, danke. I have a reward for you, Gray. Oh, ich habe etwas für dich, für deinen tollen Service. Du magst doch Katzen, oder? Nimm es und geh. Okay, ist bestimmt für die Katze da unten. Thanks, I have a reward for you. Okay, das habe ich zweimal bekommen. Danke, du süße Maus. Okay, dann würde ich sagen, runter. Dann geben wir das der Katze. Die ist ja da unten. Oder? Das ist ja für Katzen. Das sind ja kleine. Oder für Hunde ist es auch, oder? Nee, ist nur für Katzen, glaube ich. Tolles Trinkgeld, ne? Ja, super. Dann füttern wir mal die Katze da hinten. Das macht ja bestimmt Spaß. Hier, für dich. Kriege ich dafür jetzt was? Bringst du mich an irgendeinen... Ah, jetzt kann ich da hin. Quay, wie geht's dir? Wie ist das neue Apartment? Im vorherigen Apartment hast du dich ja nicht... you had to move because the residents there weren't... Ah, musstest du gehen, weil die anderen Mitbewohner nicht so nett zu dir waren. Ist das jetzt... is it okay? Ist es diesmal okay? Before there were people who made a fool of themselves about disabilities and welfare, right? I said it many times before. You weren't the bad one. Ich sag's schon immer, du bist nicht der Schlechte. Mach dir keine Vorwürfe. Also don't be impatient about getting a job. Mach da auch übrigens nicht ungeduldig, dass du vielleicht einen Job schnell kriegen musst. Koi, du bist mein Son. Mein Sohn. Es wird alles gut. Dinge werden besser. Mom. Okay, warum ist dieser Brief hier drin? Ach so, ich kann jetzt, wo die Katze weg ist, den Müll öffnen. Und wieso ist, kann ich den hier öffnen? Hier ist ja nichts. Der Brief ist alles. Okay. Weil die Katze weg ist. Okay. Okay, also wahrscheinlich ist es nicht in Ordnung, oder? Wenn es so ein Brief ist. Ist auch schlimm, wenn du wegen deinen Mitbewohnern ausziehen musst. So, Paket C. Ja. Das ist dann quasi Apartment Nummer 401. Da brauchen wir auch nochmal den Aufzug, meine lieben Freunde. Und es geht wieder los. So. Bin ich hier. So, mal gucken, ob unten der Aufzug doch geht, weil es war ja nur im Prinzip Punkt, 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 Punkt. Also es könnte sein, dass der Aufzug doch geht. Ich war nur zu ungeduldig. Ja, er geht. Ich war einfach nur zu ungeduldig. So, Aufzug Nummer 4. Wer geht denn heutzutage schon noch Treppen? Wann ich morgen streame, ich weiß es noch nicht. Diese Geräusche. Oh, scheiße. Vielleicht um 10, vielleicht um 12, vielleicht auch gar nicht. Ich muss gucken. Ich sag euch aber Bescheid über Instagram. Folgt mir auf Instagram. Noch saftiges Nu, bald anders. So, ich glaube, jetzt kann ich hier runter. Dass sie überall ihren scheiß Müll hinstellen, das geht ja gar nicht klar. Das wird mich richtig aufregen. So. Okay. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen... Warum habe ich die Option, an der Tür zu klopfen oder zu klingeln? Ich glaube, dass das alles unterschiedliche Enden triggert. Ich knock mal. Knock, knock, knock in an asshole's door. Oh, wie gruselig. Hallo. Ich habe Angst. Bin ich der Einzige? Hast du keine Angst? Das ist ein unheimlicher Ort. Es fühlt sich so an, als würde ich ein Teil von ihnen werden. Egal. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Oh, für mich? I haven't left the... Ich habe den Raum noch nicht... Ich habe das Zimmer nicht mehr verlassen in... Ich weiß nicht. Ich hab aufgehört zu zählen. Oh, stimmt. Da ist ja ein Paket für mich. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann, aber ich nehme es einfach mal an. I can't trust you until you take to the priest. Ich kann dir nicht trauen, bis du zum Priester redest. He said he lives, er sagt, er lebt in Apartment Nummer 105.
Meine Güte, nimm doch einfach das scheiß Paket an. Jetzt muss ich noch mit dem in 105 reden. Verdammt. Mei, was? Ich würde das Paket einfach hinlegen. Jeder normale Postbote hätte das Paket jetzt schon längst hingelegt. Was ein Psycho. Kann es sein, dass es dieser eine Sohn ist, von wo wir den Brief gefunden haben? Fühlt sich so an. Er hat, ja, wahrscheinlich sind da die Tabletten drin, die er dringend nehmen sollte. Nimm das Paket und nimm die Tabletten, Mensch. Ich sag euch, wir werden so gejumpscared werden noch. Ihr zusammen mit mir. No escape. No turning back. Nobody of this. So, nochmal. Knock, knock, knocking on heaven's door. Guten Abend, Herberly. Herber. Oh, hallo. Hey, der sieht ja richtig glücklich aus. Ja, hallo, wer bist du denn? Na, wer bist du denn? Da gibt es nur eine Musik, die perfekt passt. Scha! I see, ich habe gesehen, Michiori hat dich hierher gesendet. Ich bin der lokale Priest. Ist es sowas wie Hausmeister? Sag nichts weiter. Ich kann spüren, dass dieses Paket verflucht ist. But I need to make an offering first. Ich muss zuerst ein Angebot machen, before I can perform any sanctification on this object. Bevor ich irgendetwas. Also, er will quasi den Fluch des Paketes mitnehmen. Monetary, das ist. Ja, natürlich, Geld will er halt. Oh. Es kann nicht sein, dass ich dem Geld geben muss als Post. I need cash, before I can. Ich muss, bevor er das quasi, das Paket. Ey, ist das dein Ernst? Wieso muss ich den bezahlen? Hä? Wo sind wir denn hier? Ich bring dir ein Paket. Also muss ich das ihm oben sagen, oder? Wahrscheinlich. Dankeschön, PK06. Ich muss es wahrscheinlich ihm oben sagen, oder? Dass ich dieses Paket, dieses Geld brauche, oder? Weil ich zahle das ja nicht. Was soll denn das? Ach, der macht wahrscheinlich so immer Kohle. Der hat den wahrscheinlich so beeinflusst, dass der so Schiss hat, alles zu öffnen. Und er nimmt dann Kohle dafür. Also, er wäre richtig mies, ne? Und er wartet halt immer noch, ne? Ah, du hast also mit dem Priest gesprochen. Direkt? Okay, wie nett. I have only exchanged word through the door. Intercom. So, he needs money. Er braucht also Geld. Ih, er kommt ja immer näher an die Tür. Okay, warum nicht? Wenn der Priest das sagt, hier, gib ihm das. Mach bitte sicher, dass du es ihm so schnell wie möglich gehst. Ich möchte, dass der Priest nicht länger wartet. Wie gruselig, er kommt immer näher. Ach, jetzt kann ich dich ja richtig sehen. Gruselig. Okay, also eigentlich könnte ich jetzt voll mit dem Geld abhauen, aber wir sind ja kein. Hä, jetzt komme ich ja gar nicht mehr runter. Achso, ich muss wieder hoch. Meine Güte, was für ein Tarara. Das macht aber also ein deutscher. Kein deutscher Postbote würde das mitmachen, das sage ich dir. Wir würden alle sagen, fu ja. Aber hey, der Kunde ist König. Ich beobachte jedes Mal, wie die meine Pakete in den Vorraum schmeißen, Leute. Ich sehe das. Ich kann das sehen. Das Spiel fängt immer sehr ruhig an und dann bist du immer so, bam. Oh, du hast auch gewartet. Okay, lass mich mal nochmal checken, ob das Geld auch genauso viel ist, wie ich es wollte. Warte, was? Das ist nicht genug. Dieser Michuru denkt wirklich, er kann mit so wenig Geld davonkommen. Das ist nicht genug. Oh, ich soll ihn nochmal nach mehr Geld fragen. Oh, meine Güte, Kindergarten, ruf doch einfach an. Ich mache das auch noch mit. Was ist mit den anderen Paketchen? Ich würde tatsächlich sagen, ey, leck mich am Arsch. Frech. Mir gefällt dieses Geräusch nicht. Soll er echt selber laufen? Mann. Kerle, also jetzt reicht's mir langsam. Was? Nicht genug? Oh, vergib mir, Priester. Ich hoffe, das wird helfen. Das ist alles, was ich von diesem Monat habe. Ich muss meine Eltern noch fragen, ob sie mir mehr geben. Meine Güte, ey. Kerle, was ist schon los mit dir? Der zieht dich voll ab. Das Paket ist bestimmt gar nicht verhext und er verarscht ihn nur, um Kohle zu machen. Was ist wohl in dem Paket drin? Jetzt wissen wir echt, warum der Priester so glücklich ist zubei. Okay, so, dann hier. Ich hoffe, dass es jetzt genug Geld ist, Mann. Da. Oh, lass mich noch mal anschauen. Okay, warte. Oh, das ist genug. Gerade so.
Ich vergebe Ihnen dieses Mal. Lass uns das mit dem Ritual beginnen. Okay. Dann. Fertig. Okay. Jetzt geh. Ach du Scheiße, der hat den wirklich abgezogen, ne? Der hat jetzt reingepinkelt. Der arme Typ da oben, ne? Wenn man Leute so ausnutzt. Aber okay, hey, ich mache nur meinen Job. Und den mache ich wirklich gut. Ich bin ein wirklich guter Paschbodi. Das ist gar kein Problem für mich. Schiff. Anstatt Schisch. Schiff. Schiff. So, hier, nimm dein verdammtes Paket. Oh, vergib mir, Priester. Da, endlich das Paket und jetzt geh. Oh, du Undankbares. Wie wär's mit Trinkgeld? Nö, geht ja nicht. Hast ja alles deinen Priester gegeben, deinen Meister. So, jetzt holen wir noch das letzte, eines der letzten Pakete. Mayo. Oh Gott. Das war jetzt aber komisch, oder? War das gewollt? Das war jetzt aber schon sehr seltsam, ne? Gucken wir nochmal in den Mülleimer. Die Katze ist weg. Okay. Dann holen wir die nächsten Paketchen. Nein. Wir nehmen jetzt das, Paket A. Ja. Okay, was ist es? Es ist 305. Da können wir doch gediegen hinfahren, in die 305. So, und es geht wieder los. So, 305. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder so ein Hackmeck hier. So. Okay. Dankeschön, Hakuna Matata, für deinen Raid. Es wurde tatsächlich nicht angezeigt. Warum nicht? Vielen Dank. Dankeschön. Ich klinge mal. Wir spielen gerade A Night Shift. Es ist von den Machern von Convenience Store, glaube ich, und Missing Children. Bitte mach einfach nur auf. Ich will doch endlich nach Hause. Das ist meine letzte Lieferung. Hallo. Oh. Ungern, sehr ungern, also sehr ungern. Ernsthaft? Oha. Hallo, muss das sein? Ich kann hier auch gar nicht. Ich kann hier nicht lang, ne? Oh Gott. Ich bin gleich da. Okay. Unangenehm, kann die Tür nicht aufgehen. Lässt die mich rein? Das würde ich nie machen. Und dann den auch noch hier so lange rumstehen lassen. Oh Gott! Du dumme Sau! Holy shit! Hey! Was machst du? Danke, Kiri-chan. Das Paket. Es ist ein Bettgestell. Wirst du mir helfen, es aufzubauen? Nein! Das Paket? Es ist ein Bettgestell. Nein. Ich möchte es dir einfach nur geben. Ich möchte es nicht. Oh Gott, ich muss es für sie aufbauen. Hier muss es hin. Oh Gott, das war aber nicht abgemacht, oder? Boah, ist die unheimlich. Okay. So, es ist fertig. Dein Bettgestell. Darf ich jetzt dein Gestell auswuchten? Okay, kann ich jetzt bitte gehen? Das ist so gruselig. Ja, das Bett ist fertig, Madame. Ich würde jetzt gerne gehen, wenn ich darf. Hallo, ich sehe nichts, so dunkel. Wieso ist die einfach weg die ganze Zeit? Warum lässt sie mich hier so alleine rumgeistern? Dinge, die ich nie tun würde, ey. Ich will jetzt gerne gehen. Er sagt dazu auch nichts mehr. Darf ich den Kaffee nehmen? Hallo? Es ist so dunkel, dass ich auch nicht sehen kann. Mein Taschenlämpchen geht auch nicht mehr. Das ist Schärfe verhext. Ich würde gerne gehen.
komisch. Ja, dann. Was jetzt? Kann ich so wie mal heller machen kurz? Nee. Oh, Brightness. Ja, die stellen wir mal kurz hoch. Hat nichts gebracht. Ein bisschen was. Aber eigentlich gar nichts. Brightness. By default. Das war die Mouse-Sensity. Ups, ich habe die falsch. Ups. Ups, aber ich wollte doch hier Brightness. Wo war denn Brightness? Hier. Aber Brightness? Nee, nee, das war schon richtig hier. So. Jetzt. Ah. Ich habe das Falsche verstellt. Sorry. So, jetzt. Ah. Sie, sie, Senior. Ich sehe es schon viel besser jetzt. Okay, dann können wir das Haus eben... Ach, hier geht es nämlich rein. Oh mein Gott. Können wir wieder die Brightness anders einstellen? Ich will es nicht sehen. Oh mein Gott, nein. Was ist denn da passiert? Kann ich gehen? Ich will nach Hause. Spätestens jetzt würde ich so rennen. Die Tür geht... Oh, ich bin jetzt hier auf dem Klo. Okay. Ladies and Gentlemen, ich möchte nach Hause. Okay, wir hätten, glaube ich, zuerst das andere Paket noch machen sollen. Ach du Scheiße, das ist über uns. Ach du Scheiße, ich wusste, dass die nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Möchtest du jetzt nicht gehen? Oh, ich darf sogar gehen. Ich darf gehen? Nicht die Polizei rufen oder sowas? Nichts? Okay, ey, wenn du meinst, dann geh. Die Tür zu. Jetzt komme ich auch nicht mehr rein. Oh Gott! Ist viel schöner so heller, gell? Wir hätten viel eher so spielen sollen. Okay. Dann kommt jetzt das letzte Paketchen, ne? Ich glaube tatsächlich wirklich, in welcher Reihenfolge du das F... Also, wenn ich sie als erstes mache, kann es sein, dass es Auswirkungen auf die anderen hat? Bestimmt. Okay, dann lasst uns mal wetten. Oh, und ich glaube, das letzte Paket... Oh, das ist immer die gleiche Reihenfolge. Das letzte Paket ist jetzt tatsächlich das... Wetten, das ist jetzt das, was drüber ist im Zimmer. Wenn es jetzt irgendwas mit 405 ist... Dann ist es das Zimmer drüber, wo es runtergeblutet ist. Ja, 202. Nee, es ist drunter tatsächlich. Was ist denn das hier? Ein Fahrrad auf einmal. Okay, es ist jetzt tatsächlich nicht drüber. Aber es war gerade drüber. Jetzt sind wir 202. Da kann ich auch gehen. Das ist ja mega weird. So, ja. Danke, Annika, das ist lieb von dir. Oh mein Gott. Mein Baby! Du müsst mir helfen, es zu fangen. Das ist die natürliche Reaktion einer Mutter, deren Kind wegrennt. Einfach nur stocksteif dazustehen, sich zu denken, okay. Also ich denke, der kleine Bengel kann noch keine Treppen gehen. Oh Gott, jetzt muss ich das Kind finden. Wetten, das ist jetzt in dem blutigen Raum. Oh Gott, sag bitte nicht, dass das Kind oben in 500... Ich wette mit euch, dass das Kind oben ist, wo es von der Decke runtergetropft hat. Lasst mich sehen. Wetten, es ist da rein. Genau, es ist von den Machern von den Tankstellenspiel. War das nicht von 405? Was war das davor? Der Postbote muss alles machen, ne? Scheinbar, ja. Das ist ein Multitasking-Job hier. War das nicht vorhin? Hier müsste es doch eigentlich passiert sein. Weil es ist ja von oben runter getropft. Das Blut. Hier. Okay, nee. Weiß jemand, wo das Kind ist? Ich möchte jetzt eigentlich nicht alles durchsuchen müssen. Vielleicht kann ich ja ihn fragen.
Scheiße. War doch beim Müll. Ich glaube, das Baby ist jetzt weg. Oh, hier. Oh, Wetten, das Kind ist hier reingegangen. Oh Gott, Scheiße. Oh Gott, fuck. Bin ich überhaupt richtig? Hätte ich das Kind finden können? Scheiße, ich weiß nicht, ob ich hier hätte reingehen sollen, Leute. Open, close. Oh, ich glaube tatsächlich, dass ich da nochmal hin muss. Oh, ich liebe die Spiele von denen. Die sollen unbedingt mehr machen. Ein Fenster. Okay, das Kind ist hier nicht. Ich komme auch immer noch nicht raus. Scheiße. Oh Gott, ist das über mir? Hat jemand eine Idee? Also das Kind ist ja auch nicht hier, aber war die Tür offen? War es überhaupt richtig? Oh, da ist auch noch ein Bad. Oh. Oh, ich hasse Kinder, die lachen. Ist wieder alles zu jetzt. Oh Gott, du Kackkind. Ich mache mit dir das Gleiche, was ich mit dem Topf gemacht habe. Mei, oh mei, was machst du denn hier in dieser Psychobude, ey? Okay, schnell raus mit dem Kind. Vor allem, wie ich so von mir weghalte. Jeder hält es eigentlich andersrum. Er so, ein Kind. Oh, Leute, wir werden gechased. Ein Kind. Es stinkt. Kann ich das dem vielleicht hier anbieten? Hier, ihre Ex hat sich gemeldet. Okay, wo war die Mutter nochmal? 400? Oh Gott, das Kind. Was? Wo war das Paket nochmal? 400 oder 300? Licht geht aus, Baby ist noch da. Oh. Ich mache jetzt extra nichts. Ich kann mich... Oh Gott. Okay, wir sind nicht hängen geblieben. Okay, es geht in die Hölle, Leute. I don't like this, to be honest. Ich schreibe mir kurz den Timestamp an, wo es weiterging. So. Oh, darf ich jetzt... Oh. Wie bringe ich denn jetzt das Geld? Ich kann jetzt alle Pakete mitnehmen. Okay. Was sollen die Leitern hier auf einmal? Money? Okay. Das heißt... Wem gebe ich das Geld? Oder gebe ich dem einfach ein Paket? Okay, wir gehen mal... Habe ich hier ein Paket vielleicht? Nee, wir gehen jetzt einfach mal die 202. Und geben die Pakete weiter, aber er wundert sich auch nicht, warum er wieder alle abgeben muss. Hä? Muss ich den Aufzug nehmen? Ich muss jetzt den Aufzug nehmen, ich komme gar nicht alles hoch. Er wundert sich auch gar nicht. Ach, der Aufzug geht gar nicht. Okay, aber ich komme hier nicht hoch. So viel sicher.
Oh, hier, climb up. Hoch, gar nicht gesehen. Aber hier ist ja nur die 203. Habe ich ein Paket für die 203? Nö, scheiße. Da muss ich noch mal weiter hoch. Oh Gott. Das triggert mich, ich komme nicht hoch zu den Leuten. Man kommt nicht zu den Zimmern, zu denen man möchte. Gibt's auch wieder nicht. Da komme ich aber nicht hin. Das triggert mich. Zwei ist bestimmt auch wieder nicht zu erreichen, oder? Doch. Oh. Today I gave a cat Ken to Erica in room... heute habe ich eine Katze zu Erica in room 502 gegeben. I also have a dog, so I wish I could get along well. Also ich habe auch einen Hund. She told me, sie sagte, ich wäre widerlich. Aber but I believed there were no bad people. Aber ich dachte mir, es gibt keine schlechten Leute, die keine Tiere lieben. Ich war verletzt, aber... Okay, was soll ich damit jetzt? Was soll jetzt dieser dumme Zettel hier? Okay, das Paket liegt jetzt hier. Okay. Viel Spaß. Muss ich vielleicht hier runter? Oder an der Seite vielleicht sogar, um irgendwo anders hinzukommen? Habe ich doch. Okay, wieder eine Note. I thought I could get along with Michuri-san in room 401. Ah, das ist der, Michuri-san. Der, wo die Nachricht von dem im Müll ist. Since we were close in age, also seit wir klein sind, sind wir gut befreundet. Ich dachte, wir kommen gut an, gut miteinander aus. I never seen him out. Ich habe ihn nie aus seinem Raum gehen sehen. Ich habe mich entschlossen, ihn zu besuchen. He finally kam das dritte Mal raus. I don't think anyone can get along with someone like you, he said. Er sagte, ich glaube, ich kann jemanden mit dir nicht aus dem Weg gehen. That's it. And the door closed immediately. Und er sagte, die Tür ging wieder zu. Also er sagte, er kann nicht mit mir. Okay. Crazy Leute. Ich glaube, ich muss... Und dann geht's hier jetzt nicht weiter, oder wie? Oh, hier geht's jetzt hoch. Da bin ich ja wieder hier. Also ich habe jetzt noch Paketchen 2 und 300. Hier kann ich ja nirgendwo runterclimben. Hier auch nicht. Das heißt, ich muss die wieder runter. Hier kann man runter. Hier kann man hoch. Aber sonst geht hier nichts. Ah, hier kann ich hoch. Bin ich gerade hier runtergekommen? Kann ich dann hier hoch? Ist das ein Unterschied? Dann kann ich jetzt hier runter, glaube ich. Ich glaube, hier ist richtig. Verdammt! Wie komme ich zu 305? Uff.
At night, Mr. Takeo in room 206 was carrying a box filled with beer cans. Ach, das war der. In dieser Nacht hat Mr. Takeo im Raum 206 ganz viele Bierdosen mit sich genommen. Er sagt, möchtest du mir helfen? Kannst du mir helfen? Why the fuck are you trying to help? If you have time to help, you shouldn't be on welfare. You are just a burden to society, Mr. Takeo. What I wonder if people around me think that way. Okay, also der hat ihn halt einfach angemuckt und hat gesagt, kannst du mir helfen? Er hat gesagt, was willst du denn eigentlich von mir? Verpiss dich. So, jetzt haben wir noch Package 2. Ich würde mal kurz hier hochgehen. It's getting spannend, Leute. War das jetzt hier die 5? 305, yes. Arisa, in room 305 is a student. Das ist doch die, die verschwunden ist. She's also a part-timer at the nearest convenience store. Ach, witzig. Die haben wir gespielt im Convenience Store, oder? Also sie ist quasi Studentin und sie hat einen Part-Time-Job im nahegelegenen Convenience Store. I can tell, sie arbeitet sehr hart und ich respektiere das. When I thought she wouldn't say hello when we passed each other or the first time this morning, she said, are you stalking me, you ugly fuck? I wasn't stalking. Okay, sie hat irgendwie, als er sie letztes Mal gesehen hat, nicht Hallo gesagt, sondern hat gesagt, stalkst du mich, du blödes Arschloch? Und er hat gesagt, ich habe sie nicht gestalkt. Was ist los mit den Leuten hier? Okay, jetzt habe ich ja noch die 202. Ich glaube, dazu kann ich da hoch. Für die 202 müsste ich hier runter, oder? Oder da? Genau, aus dieser Wohnung tropft das Blut. 205. Runter geht's hier auch nicht. Ich muss tatsächlich nochmal hoch. Wir müssen irgendwie die 202 jetzt kommen, Leute. Wir müssen uns konzentrieren. Konzentriert euch, Kadetten. Konzentriert euch. Ach, hier komme ich gar nicht weg. Oh, wei. Du, wieso schläfst du nicht? Okay, in die 202 bestimmt im dritten Stockwerk die Leiter an der Seite. Komme ich irgendwie nicht ran. Wir gucken jetzt mal, wenn es hier noch eine Treppe hoch wieder nur gibt. Also hier gibt es nur die Möglichkeit, ganz hoch zu gehen und von der 5 runter zu gehen. So, hier habe ich die Möglichkeit, runter zu gehen. Und hier. Oder hier. Ne, hier geht es nur runter. Dann gehen wir die mal runter. So. Hier gibt es wieder eine runter. So, ein Late-Night-Stream hat schon was. Erik nur. Oh, süß, das freut mich voll. Ja, hier komme ich irgendwie nicht hin. Ach, hier komme ich in die. Okay, müssen uns das mal anschauen. Also. Von der Leiter komme ich in die 202, die ist hier. Aber da muss ich quasi, wenn ich hier bin, rüber. Aber da ist wieder eine Wand, glaube ich. Das heißt, ich muss von hier runter, da runter. Aber dann bin ich wieder hier eingesperrt. Oder sind das immer diese Mauern? Nee, ich muss von der hier runter und dann da rein. Aber da komme ich, glaube ich, nicht hin. Und an wen ist das Geld? Muss ich vielleicht das Geld erst irgendwem geben? Kann das sein? Yeah. The baby was walking outside this morning. He's adorable. Das Kind ist heute rausgerannt. Das Kind ist toll. That is Mariko's child in room 202. Das ist Mariko's Kind in Raum 202. As soon as Mariko noticed me looking at her son, she grabbed her son and took him inside the house. Please stay away from my son. Am I like a germ to her? Also sie hat quasi, sie wollte nicht, dass wir dem Kind hinterherrennen, das Kind zurückgezogen und gesagt, was, geh weg von meinem Sohn. Sind wir wie ein Monster oder warum sind alle so kacke zu uns? Wir haben jetzt nur noch das hier, das Geld. Müssen wir das Geld nicht runterbringen zu diesem Priester? I think yes.
Oder? Der war doch in 105. Theoretisch müssen wir ihm jetzt das Geld geben. Adorable heißt bezaubernd. Jetzt konnte ich den Zettel aber nicht lesen. Ah, doch. This morning I saw Yukichi in room 105 walking. Also der, der den einen abgezockt hat. He seems to be a priest. Er sieht aus, wäre ein Priester. And I thought he was a kind person, so I went to walk. What is the weak person doing? I don't want to see it just useless without money. Never show up in front of me ever again, he said. Maybe he was in a bad mood. Die sind alle voll kacke immer zu mir. Auch er will nichts von mir wissen. Okay, jetzt habe ich ja alles abgegeben. Mein Van steht trotzdem hier. Ich bin immer noch in dieser Kackwelt. Jetzt ist aber wieder der Aufzug grün. Und wo kann ich jetzt hin? Oh, oh, das Geräusch. Wo soll ich hin? Zu dem Kind? Wo war das Kind in 200? Ich gehe mal in 200. Geht nicht. Der Aufzug geht nicht. Holy shit! What the fuck? Ist euer scheiß Ernst? Das scheiß Kind! Hier, nimm's! Oh nein, ich kann nicht mehr zurück, oder? Ist es jetzt die von der Mutter? Okay. Hey, Mom. Dein Balk ist wieder da. Oh Gott, die hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Wie undankbar. Kann ich jetzt gehen? The bottle of water. Ich habe doch diesen Blumentopf runtergeschmissen, oder? Wo war denn das? Oh, da ist ja noch ein Paket. Hä? Yes. Ich habe doch immer einen Blumentopf runtergeschmissen, Leute. Oh nein. Aber wo habe ich denn den Blumentopf runtergehauen? War das nicht hier hinten in der Gasse? Lasst mal gucken. Ich glaube, den kann man irgendwo finden. Den Blumentopfi. Bestimmt so ein Easter Egg. Den haben wir auf jeden Fall hier irgendwo runtergeschmissen. Oh, oh, oh. Hallo? Ein Hundi. Der hat eine Nachricht im Maul. Und ich kann sie nicht lesen. Er möchte was zu essen. Bestimmt in den Blumentopf, oder? Oder hier eine Can. Oh, was ist denn das? Ach, witzig. Kann ich ihm das geben? Ich hab... was auch immer... hinfort. Guck mal weiter. Der Blumentopf muss hier irgendwo liegen, Leute. Ah, hier. Ein Schlüssel. Für 404. Okay, ich muss hier eh her. Aber wie kann ich dem Hund was geben? Scheiß auf das Spiel. Wie kann ich dem Hund was geben? Hm. Was soll denn dieses eklige Geräusch hier die ganze Zeit? Das ist nur hier so, ne? Ist voll gruselig. Hört, hört. Wasser? Ach, er möchte Wasser. Oh, süß. Okay, dann kriegt er das. Wasser also. Ah, interesting. Gut, dann kriegt er das. I'm coming for ya, my sweetie. I give you some water. So you will feel better after this.
Hello from the other side. Aber 404, war das jetzt nicht der Raum, wo das Blut runtergelaufen ist? Hier, bitteschön. Oh ja, so. Kuei, have you got used to the new environment? You said you are doing your best to get along with everyone in the apartment. Do you get along well? I know that you are very kind. I hope other people can feel that too. Start with one person first. Also, it's okay to work slowly. You tend to think pessimistical. Try to think positive. By the way, how's the dog? Aikichi was it. Show me the dog next time, okay? Ah, okay, das war der, wo er gesagt hat, er möchte sich lieber einen Hund als eine Katze holen. Das ist jetzt die Frage, sind wir der Typ, der hier umgezogen ist, weil damit niemand zurechtkommt? Weil ja gefühlt alle auch mich fertig machen und wir haben ja von dieser... Oh mein Gott. Ach, da ist er ja. Das ist er doch. Das ist er doch. Hachiko, warte! Hä? Kann ich den jetzt hier finden oder nicht? Okay, ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal in die... In die 400. So. Visage haben wir, ja. Haben wir. Hammer. Mein Auto ist zu, ja. Genau, ich habe den Blumentopf schon geholt. Da ist jetzt der Key 404. Und da geben wir jetzt das Paket ab. Weil ich habe ja den Schlüssel. Oder gehe ich jetzt rein? Ganz frech. Also, soll ich jetzt mit dem Schlüssel reingehen oder klopfen? Ich glaube, dass es zwei Enden sind. Also, ich glaube, ich habe die Möglichkeit, einfach reinzugehen oder das Paket zu geben. Ist das so? Kann mir das jemand sagen? Ich gehe rein. Okay, ich kann nicht rein. Ich kann nicht rein. Ah, der Schlüssel ist für den Briefkasten. Dann machen wir das kurz. Postschlüssel. Aber ich hätte auch gerne das Ende, was da drin ist. Okay, let's go. Hätte ich mir ja nicht denken können, das sieht ja auch genauso aus. So, 400. Ein Briefi. Kuei, are you okay? I haven't heard from you recently, so I wrote a letter again. You tend to get depressed since you were a kid. Easy, ich kann nicht lesen, was so hell ist. Don't care too much about your disability. I'm worried, Kuei. Sometimes the depression accumulates and explodes. Kuei, you are kinder than anyone I know and remember that I'm proud of you. Call me anytime if anything happens. Dad and I will always be on your side. Work. You don't have to force yourself to work, you know. By the way, Grandma wants to see your face. Come back sometimes, okay, Mom? Okay, das ist das, was wir in dem Ding gefunden haben. Die Mutter macht sich Sorgen, weil sie von ihm nichts hört. Sagt auch wieder, wie damals in dem Brief im Müll. Einmal, er soll sich keine Vorwürfe machen. Er ist ein toller Mensch. Aber gefühlt mag ihn ja niemand, ne? Ich bin echt gespannt. Deine Community ist so schrecklich lieb. Ach, danke schön, Sugi. Die sind echt süß. Ich muss euch wirklich mal Bauchi Krauli. Paket ist ein schlechtes Ende. Aber ich kann ja nicht mehr zurück, oder? Also, Paket ist jetzt scheinbar schlechtes Ende. Aber ich muss ja sagen, ich habe jetzt den Brief gelesen. Ich kann ja nichts anderes machen, oder? Ich kann ja nichts anderes machen. Ich kann ja nur das Paket abgeben. Danke, Betty, für 7 Monate. Der hat kein festes Ende. Okay, let's go.
Oh, da oben, oder? Nö. Oh, die Tür ist auf. Ich bin auch so ein Lappen. Okay, das ist dieses Welfare-Document, von dem sie die ganze Zeit geredet, die Wohlfahrt. Okay, habe ich richtig Bock reinzugehen jetzt. Ist es nicht der Raum, von dem das Blut runtergetropft ist? Sind wir finally hier? Is it the final countdown? Ein Stuhl? Hat er sich vielleicht... Oh, was ist denn das? Oh oh. Was soll dieser Kühlschrank hier? Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich habe auch keinen Bock auf nochmal so einen Jumpscare wie vorhin. Was soll ich denn jetzt mit dem Kühlschrank machen? Hier ein Paket. Dear Mr. Kühlschrank. Oh, wei. The delivery man decided to leave the place. Also der Liefermann hat sich entschlossen, das den Ort zu verlassen. Er wusste, was im Nakayoshi Apartment geschehen ist. Ich ging zur lokalen Polizei. Wieso I went and he told what happened to... Auf einmal ist wieder he. Er hat der Polizei alles erzählt. The police had decided early on that he had committed suicide. Also die Polizei sagt, er hat Selbstmord begangen. The landlord was taken and questioned by the police. Nakoshiyashi apartment, which lost the resident and landlord who protected the house, changed his apartment and name. I'm still waiting for people to come. Also sind alle weggezogen. Ending 1. Es gibt tatsächlich mehrere Enden. Oh, der Hund, süß! Ich weiß nicht, ob das gute Ende war. Ich glaube nicht, dass der Suicide gemacht hat. Vermieter, sorry, Landlord-Vermieter. Der Vermieter und es sind jetzt alle Bewohner weg und er hofft, dass die Leute immer noch kommen und sich das dort einmieten. Aber... Schwierig. Nice Ende. Oh, ups, voll laut. Der Hund pinkelt da noch hin. Ja, aber was hat das jetzt zu bedeuten? Das war das gute Ende. Kenne das schlechte Ende, willst du es wissen? Es gibt ein schlechtes Ende. Ja. Wir können auch gerne schlechte Ende noch kurz angucken, wenn ihr wollt. Sollen wir? Let's have a look on the bad ending, my friends. Das gucken wir uns jetzt einfach an. All endings explained. Es gibt scheinbar mehr. Okay, ich würde das jetzt gerne ausmachen. Ich mache das Geräusch narrisch. So. Zu Ende Winkel. So, let's see. Das war von Gamer Salt. Jetzt möchte ich es schon ganz wissen. Ach so. Er erklärt es nur. Night Level Deliver Your Final Package. Das haben wir auch schon gehabt. Aber wir hatten nicht das da. Nö, wir hatten das Blut. Hey everyone, nicht. This is Manly Badass Hero and welcome to Night Delivery. Oh no, there's a person here. You tend to think pessimistically. Try to think positive. Er hat auch das Kühlschrankende. Hey, there was someone in there. Nee, er hat auch das Ende. Gibt's überhaupt mehrere Enden? Ach, der hatte ein Messer, das habe ich überhaupt nicht gesehen. All three endings, da haben wir es doch. Von Naughty Kitty. Aber das ist ja ein ganz anderes Spiel.
Das ist ja ein ganz anderes Game. Irgendwie scheint es hier all endings, all cans collected. Vielleicht ist es hier. Ach, da kann man... Ach so, die kann man alle collecten. Aha. Okay, und dann? Hier, Ending 1. Also jetzt sogar extra hier, Ending 2. Let's see. I'm guessing the landlord was like keeping tabs on him. Can I turn this off? Ach, du hast quasi die Möglichkeit, zum Vermieter noch reinzukommen. Das haben wir nicht geschafft. Der ist beim Vermieter drin. Der ist in Vermieter, beim Vermieter reingekommen. Und er hat den nämlich ermordet, denkt er. Das war ganz unten, bei der 105. Der Priest ist nämlich der Vermieter. Aha. Und jetzt geht er in den finalen Raum. Also er ist in den Raum des Vermieters gegangen. Und des Priests, der alle abzockt. Jetzt gucken wir, was er von Ende hat. Let's see, my friends. What? What's going on? Is that? Did he just step out of the freezer? Ach, der ist aus dem Freezer, aus dem Kühlschrank What? Rausgekommen. Ihh. Hat er noch gelebt? Er denkt sich selber so, hä? Ending 1, das haben wir ja. Ja, das haben wir. Und ansonsten gibt es eigentlich kein drittes Ending. Du kannst nur alle Cans noch holen. So, das waren alle Enden. Ich mache mal kurz die Abmod für meinen Zweitkanal. Ja, Leute, das war Night Delivery. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und empfehlt mir weitere Games. Und wenn Games von den Machern rauskommen, unbedingt mir schreiben. Ich liebe diese Art von Horror-Games. Macht mir sehr viel Spaß. Und kommt gerne live vorbei auf www.twitch.tv/gnute-live. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Und ade mit E. Waschi. Jetzt raus!